Hallo meine Lieben, willkommen zu einem sehr außergewöhnlichen Video für mich zu einem Currently Reading. Ich mache solche Videos eigentlich nie, ich glaube das ist jetzt das erste, aber im Moment lese ich einfach drei sehr, sehr unterschiedliche Bücher und ich fand es recht spannend, die euch mal zu zeigen, was bei mir so parallel läuft, welche Bücher mich gleichzeitig begleiten, obwohl die so, so unterschiedlich sind. Und weil das alles Bücher sind, bei denen ich finde, dass sie ein bisschen extra Aufmerksamkeit gebrauchen könnten, fangen wir mit meinem Buch an, das ich so zwischendurch immer wieder lese, wenn ich ein paar Minuten Zeit habe, wo ich immer, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Seiten am Stück lese. Vielmehr eigentlich nicht. Es ist ein Sachbuch, es ist eine Art, ja, Ratgeber würde ich es nicht bezeichnen. Es ist ein Sachbuch geschrieben von einem Kinderpsychologen. Ich zeige euch hier jetzt nur den Schutzumschlag, weil das Buch unten ist und ich zu faul war, es zu holen. Wenn unsere Kinder Tyrannen werden oder die Abschaffung der Kindheit von Michael Winterhof. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch von ihm gelesen. Ich glaube, das war das aktuellste. Das hier war sein erstes Buch in diese Richtung. Ich finde den Titel schon mal sehr, sehr provozierend und ja, es springt einen direkt an und weckt erstmal sehr negative Gefühle, finde ich, weil der so ein bisschen unterstellt, dass es viele tyrannische Kinder gibt und dass die Kinder heutzutage entweder keine Kindheit haben, wie es in der Unterschrift heißt, oder dass sie halt ja, eher nervtötend sind. Das, was in dem Buch tatsächlich gezeigt wird, das, was der Autor in dem Buch tatsächlich erläutert und darstellt, ist eher das Gegenteil. Also er sagt, dass Kinder nicht böse sind, dass Kinder von Natur aus keine Tyrannen sind und dass es eher die Erwachsenen sind, die ein Problem damit haben, einfach weil sie nicht mehr genau wissen, wie Kindheit funktioniert und den Kindern das Erwachsene ein bisschen aufzwingen wollen. Und die Kinder als kleine Erwachsene behandeln und nicht als Kinder. Und ich finde diesen Ansatz sehr, sehr interessant. Ich finde seine Art und Weise zu schreiben sehr interessant. Einerseits sehr fachlich, sehr psychologisch. Also man merkt wirklich, dass es jemand, der weiß, was Psychologie ist und was Kinderpsychologie ist und der seit einigen Jahren auch in diesem Bereich arbeitet. Gleichzeitig ist es auch recht leicht verständlich, auch für Laien geschrieben. Ich bin weder vom Fach, was Erziehung angeht oder sonstiges in dem Bereich, noch habe ich irgendwas Medizinisches oder Psychologisches gelernt, aber ich bin Mama und ich finde es ab und zu interessant, mal das eine oder andere zu lesen. Zu viel ist, glaube ich, auch nicht gut, aber Michael Winterhof finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Ich mag seine Ansätze, ich mag seine Ansichten. Und ja, das lese ich im Moment immer wieder zwischendurch, wie gesagt, immer so 15, 15 Seiten, je nachdem, so ein, zwei Abschnitte und mache mir dann so im Laufe der Zeit meine Gedanken. Das Buch hat keine 200 Seiten, also es ist recht kurz, aber man kann es halt nie so weglesen oder man sollte es vielleicht auch nicht so in einem Rutsch weglesen, weil man sich doch über die eine oder andere These, über die eine oder andere Darstellung ein bisschen Gedanken machen sollte. Und ja, das Ganze wirken lassen muss, um es wirklich zu verstehen, zu verinnerlichen und das, was man für sich selber als richtig erachtet, auch daraus zieht. Also das erste Buch, das mich begleitet. Das nächste ist wieder ganz, ganz anders, wobei ich jetzt überlege, es ist aber auch recht psychologisch, glaube ich, aber ich bin mir noch nicht so sicher, weil ich noch nicht so weit bin. Also ich bin gerade, ich habe gerade mal so viel gelesen. 44 Seiten. Und zwar ist das Schattwald von Barbara Driebusch. Dachte eigentlich, dass es mehr eine Familiengeschichte ist mit so einem Hauch-Thriller-Krimi-Anteil. Aber ich glaube, es ist andersrum. Ich habe jetzt nach den 50 Seiten ungefähr und ich habe mich mit jemandem unterhalten, der das Buch gelesen hat, das Gefühl, es ist in erster Linie schon fast ein Thriller, der in eine Familiengeschichte verpackt ist. Mal gucken, ich bin sehr gespannt. Die ersten 40 Seiten haben mir schon mal sehr gut gefallen. Ich mag den Schreibstil,
auch wenn ich ihn ein bisschen gewöhnungsbedürftig finde. Es ist jetzt schwer, das zu beurteilen nach so wenigen Seiten, aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass er relativ sachlich ist. Also erinnert schon sehr stark an Zeitungsartikel, an Magazinartikel aus guten, seriösen Magazinen, eher Stern und Fokus und sowas, also mehr so in diese Richtung. Mal schauen, wie es weitergeht. Bisher gefällt es mir, wie gesagt, sehr, sehr gut. Und dann kommen wir zu dem dritten Buch, das mich begleitet, und zwar als Hörbuch. Nachdem ich einen Tag, ich weiß gar nicht mehr welcher das war, abgedreht habe, hatte ich so eine Lust auf diese Reihe und ich habe direkt damit angefangen, im Prinzip alles stehen und liegen lassen und mir das Hörbuch gehört, weil ich geguckt habe, dass es tatsächlich als ungekürzte Lesung gibt und ich bin absolut begeistert. Ich bin so in der Geschichte drin, ich liebe sie einfach, ich liebe diese Welt. Ich spreche von Sabrina Kunai und Elfenmagie. Das ist Teil 1 ihrer Elfentrilogie. Ich habe Band 1 bereits gelesen vor einiger Zeit. Dazu gibt es auch eine schriftliche Rezension. Und ich war absolut begeistert von dieser Welt, von diesen Menschen, von der Geschichte, von den Ideen, von diesem Einfallsreichtum und dem fantastischen Schreibstil der Autorin. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es ihr Debütroman war. Das Schätzchen hat knapp 1000 Seiten und ich wollte unbedingt mit der Geschichte weitermachen. Ich wollte sie weiter entdecken und wissen, was da weiter passiert. Aber mir fehlten zumindest gefühlt zu viele Details aus diesem Band. Ich habe wirklich mir zu viel Zeit gelassen, um mit dem zweiten weiterzumachen und mir fehlte einfach zu viel. Ich weiß noch grob, worum es ging, was da passiert ist. Ich weiß noch, wie das Ganze ausging. Wie die Protagonisten zueinander standen zum Schluss und was da in der Zwischenzeit so war. Aber ich wollte doch nochmal neu anfangen, um wirklich nichts zu verpassen, nichts irgendwie, dass mir nichts verloren geht. Und habe das Ganze jetzt als Hörbuch begonnen und ich war innerhalb von wenigen Minuten sofort drin. Ich war in dieser Welt und ich war wieder so fasziniert und begeistert und ich genieße jede Minute. Obwohl ich weiß, was passiert und obwohl ich weiß, wie die Protagonisten sich entwickeln, was sie aus der einen oder anderen Beziehung machen, ich finde es trotzdem spannend und großartig und es macht wirklich, wirklich Spaß. Ich habe jetzt knapp 7 Stunden, glaube ich, von 27 durch. Hier markiere ich immer, wie weit ich bin, also das ist jetzt noch nicht so ganz aktuell. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen weiter. Ich bin jetzt ziemlich genau auf Seite 250 im Buch, also knapp 7 Stunden durchgehört. Ja, genial. Schaut euch die Geschichten an. Wenn ihr High Fantasy mögt, diese Welt, diese andere, besondere Welt, dieses einzigartige, wirklich diese komplett neue, fantastische Welt, verbunden oder inspiriert durch die edischen Sagen über die Elfen, finde ich großartig. Es ist wirklich, wirklich genial. Ich liebe diese Reihe. Auch wenn ich nur das erste Buch kenne, aber es hat 1000 Seiten. Es ist ja teilweise mehr als so die eine oder andere Trilogie, die im Moment auf dem Markt ist. Diese Elfen, es ist einfach etwas Besonderes. Und auch wenn ich die Geschichte jetzt zum zweiten Mal entdecke, entdecke ich sie wieder und neu. Und es macht immer noch Spaß. Und ich wundere mich ein bisschen darüber, weil das für mich sehr, so untypisch ist. Ich bin wirklich so ein Einmalentdecker eigentlich, egal ob Buch oder Serie oder Film. So, jetzt muss ich das Buch runterlassen, ich kann es nicht mehr halten. Ich mag Wiederholungen an sich nicht gerne. Aber das genieße ich jetzt wirklich. Und die Sprecherin ist wirklich gut. Am Anfang dachte ich, ja, ist okay. Mittlerweile finde ich die wirklich gut und passend. Und ich bin jetzt am Überlegen, wenn ich das zu Ende gehört habe, ich meine, ich habe noch 20 Stunden, ja, aber ich bin trotzdem am Überlegen, ob ich beim zweiten Band auch weiterhöre. Ich glaube, das wird mir auch wirklich als Hörbuch sehr gut gefallen und ich glaube auch nicht, dass ich da etwas verfassen werde. Mal schauen, ob ich dann das zweite Buch lese oder höre. Falls ihr die Bücher kennt von Sabrina Kunai und sie gelesen oder gehört habt, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das empfunden habt, ob ihr Lesen oder Hören besser findet. Also wenn ihr tatsächlich den Vergleich habt.
An sich habe ich an beidem Spaß. Mal gucken. Aber jetzt ist erstmal das meine Begleitung im Ohr. Und ich weiß, ich werde jetzt schon traurig sein, wenn es zu Ende ist. Wirklich, wirklich schön. Ja, das waren die drei Bücher, die mich im Moment begleiten. Ich hoffe, es hat euch interessiert und ihr fandet es spannend. Mir hat es Spaß gemacht, es euch zu zeigen. Und ja, vielleicht seht ihr so, dass ich nicht nur im Lesemonat sehr, sehr unterschiedliche und sehr, sehr bunt gemischte Bücher habe, sondern tatsächlich auch so parallel lese, wenn ich parallel lese. Und ja, das waren die drei Schätze, die mich jetzt begleiten. Und jetzt werde ich es mir gemütlich machen hiermit und genieße noch die eine oder andere Minute. Oder ja, es geht noch, wir haben kurz vor 10 vielleicht auch mal eineinhalb Stunden, bevor mir die Augen zufallen. Und jetzt habe ich genug gequatscht. Wir sehen uns hoffentlich in meinem nächsten Video. Ich würde mich freuen und bis bald.